Oh, wie cool ist das denn? Zu einer Pommes gab es heute bei McDonald's eine gratis Enderperle dazu. Das ist ja mal mega cool und ich habe mir direkt zweimal eine Pommes gekauft. Oh, ich habe so Hunger. Aber ich glaube, ich brauche noch einen Platz, wo ich meine Pommes essen kann. Vielleicht hat die Bäckerin nichts dagegen, wenn ich bei ihr einfach esse. Ich glaube, ich kann mich hier irgendwie reinschmuggeln. Oh, warte mal. Ist das nicht Alphastein? Ein Moment mal, das ist er wirklich, aber was macht er denn hier bei uns in der Stadt? Oh Gott, aber hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke, Leute, und wenn euch das Video gefällt, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, etwas Liebes zu kommentieren und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auch auf jeden Fall ein Teil der Lami Army, der coolsten Army auf ganz YouTube. Aber Leute, jetzt mal andere Frage. Was sucht denn bitte Alphastein bei uns hier in der Stadt? Das ist total komisch. Ist er etwa hier mit dem Bus hier hingefahren? Oh Gott. Und Leute, ich habe da einige Fragen eigentlich an Alphastein, was alles so in seinem Kopf abgeht. Aber Freunde, vielleicht können wir das heute auch selber erfahren, indem wir einfach diese Enderperle in Alphasteins Kopf werfen. Ich meine, wir könnten wirklich in seinen Kopf reingucken damit. Ich weiß nicht. Leute, sollen wir das wirklich machen? Wenn ihr das auch sehen wollt, dann lasst genau jetzt einen Daumen nach oben da. Und dann werde ich auf jeden Fall die Enderperle in seinen Kopf werfen. So, okay, da vorne sitzt er. Ich glaube, er isst da gerade Kuchen oder sowas. Na gut, dann werfe ich jetzt die Enderperle und... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist aber nicht sein Kopf, oder? Ich glaube... Ich bin in seinem Körper drinne, aber ich bin gerade noch in seinen Beinen drinne. Wow, okay, hier ist eine Schubkarre voller Steine, sogar drei Stück. Okay, Leute, das ist irgendwie extrem komisch. Sollte ich nach oben gehen? Oh Gott, ich bin mega neugierig. Was wird uns wohl da oben erwarten, Leute? Okay, und hier ist wirklich alles aus Stein, sogar die Treppe hier ist aus Stein. Okay, Leute, wir sind ja natürlich auch in Alphasteins Körper drinne. So, dann wollen wir mal. Ich habe ein wenig Angst, Leute. Oh, was ist das denn hier? Oh Gott, jetzt bin ich, glaube ich, in seinem Bauch drinne. Aber, Freunde, hier ist eine Tür und hier ist noch so eine rote Wand und eine pinke Wand. Was hat das zu bedeuten, Leute? Ich würde sagen, wir erfahren es einfach selber. So, wir gucken mal nach und... Wie dunkel ist es hier aber? IT und Ente, was macht ihr denn hier in Alphasteins Bauch drinne? Oh Gott, arbeitet hier etwa in Alphastein drinne? Wow, okay, ich glaube, Leute, Ente und IT, die arbeiten hier. Oh Gott, oh, aber hier ist noch eine Leiter nach oben. Warte mal. Die schlafen hier sogar. Die wohnen ja wirklich in Alphastein drinne. Das ist ja mal mega seltsam. Ich glaube, das ist ITs Bett und das ist Entes Bett. Aber warum hat IT hier noch neben seinem Bett so ganz viel Popel? Das ist ja mal total eklig. Hey, IT, du sollst deine Popel nicht am Bett abschmieren. Ich glaube, ich gehe mal direkt wieder weg. Aber Leute, war schön, euch zu sehen. Das ist ja mal mega cool. Oh Gott. IT und Ente wohnen also auch in Alphastein drinne. Na gut, ich glaube dann, Freunde... Oben, also ganz oben in Alphasteins Kopf, ist also der Chef der ganzen Bande. Also Alphastein höchstpersönlich wird sich dort bestimmt befinden. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen langsam einfach mal hoch und dann erfahren wir auch mal endlich, was in Alphasteins Kopf so abgeht. Okay, Leute. So, wir sind gleich da. Oh Gott, nicht runterfallen, sonst bin ich direkt tot, ey. Wow, der hätte ja eine eigene Bude. Der hat eine eigene Wohnung hier. Oh Gott. Aber Leute, wir müssen leise sein. Ich glaube, Alphastein arbeitet gerade. Oh, ich sehe es, Leute. Der nimmt gerade Videos auf. Aber was geht denn hier ab? Die sind wirklich in seinem Kopf. Das ist ja sein Gesicht hier. Und auch hier ist wirklich alles aus Stein. Ey, sogar die Möbel. Hier und hier. Oh Gott, Leute, der hat sogar einen eigenen Fernseher hier. Ich muss wirklich sagen, seine Wohnung hier oben ist wirklich mega gemütlich. Okay, Freunde, ich glaube, wir dürfen nicht so laut sein, sonst stören wir Alphastein noch bei seiner Arbeit. Na gut, Freunde, wollen wir mal gucken? Vielleicht hat er hier noch irgendwas versteckt oder sowas. Was ist das denn? Ganz viele
Diamantblöcke? Leute, Alphastein ist ja mal mega reich, ey. Das sind ja mal wirklich extremst viele Diamantblöcke. Schaut euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Der hat 15 ganze Stacks von Diamantblöcken. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Diamanten das sind. Oh Gott, der ist ja wirklich steinreich. Ist ja auch ein Stein, aber Leute, ich würde... Oh, was war das? Das kam doch von unten. Kam das etwa von Ente und IT? Oh Gott, das muss ich jetzt mal wirklich abchecken. So, wir gehen mal nach hier unten und... kam der Knall etwa von hier? Nein, warte mal, das kam von ganz unten? Oh Gott, dann gehe ich mal nachsehen. Ihr müsst ja noch alle weiterarbeiten. Na gut, keine Sorge, ich regel das schon. Vertraut mir einfach, ich habe alles unter Kontrolle. Vielleicht ist hier etwas explodiert oder sowas. So, wir gucken mal nach und... wer sind die zwei denn? Hey, wo ist Alphastein? Wir sind Alphasteins Hater. Wir sind seine größten Hater. Wir wollen ihn endlich vermöbeln und seine Diamanten klauen. Wir wissen nämlich, er ist steinreich. Warte mal, die wollen Alphastein berauben? Oh Gott, wir dürfen das auf gar keinen Fall zulassen. Aber Alphastein arbeitet ja gerade. Wir dürfen ihn also nicht stören. Oh Gott, das heißt, wir müssen diese komischen Banditen selber erledigen. Hey, ihr kommt nicht an Alphastein ran. Ihr müsst erstmal an mir vorbei. Du bist ja gar kein Gegner. Los, verschwinde und bring uns diesen Alphastein. Wir wollen ihn endlich vermöbeln, diesen Schwächling. Was sagt ihr da? Oh Mann, ich mach euch fertig und das mit meiner McDonald's-Pommes. McDonald's-Pommes? Hey, ich glaube, du bist eine kleine Lachnummer. Verschwinde jetzt. Ich bin eine Lachnummer? Niemals. Ihr müsst verschwinden und weg mit dir. Oh Gott, so, weg mit dir und dich hab ich auch noch. Hey, seit wann bist du denn so stark? Oh Gott, ich dachte, du bist ein kleiner Schwächling. Ich bin doch kein Schwächling. Ich habe nämlich ganz viel McDonald's-Pommes gegessen und die macht mich ultra stark. Oh, Leute, wir haben diese fiesen Banditen besiegt. Die wollten Alphasteins Diamanten berauben. Oh Gott, ich glaube, Alphastein muss seine Diamanten demnächst viel, viel besser verstecken. Ich würde sagen, Leute, wir haben jetzt unseren Job hier erledigt. Aber wie kommen wir jetzt endlich wieder hier raus? Oh Gott, müssen wir vielleicht aus seinem Mund rausspringen oder sowas? Leute... Ich habe ja noch eine Enderperle. Vielleicht können wir das gleich wieder rückgängig machen. Also, dass ich die Enderperle aus seinem Mund rauswerfe. Na gut, Freunde. Und Alphastein, das war wirklich eine coole Zeit in deinem Körper. Ich hoffe, wir können demnächst auf jeden Fall wieder mehr machen. Und na gut, ciao Alphastein. Und ciao Ente und IT. Und IT, wir sehen uns doch auf dem Mond. Und ciao. Tut mir leid, ich gehe schon wieder weg. Oh Gott, das war ja mal mega das coole Abenteuer. Wir waren bei Alphastein im Kopf drinne und das ging alles ab. Also wir haben Ente getroffen, wir haben IT getroffen und sogar Alphasteins Diamanten gesehen. Und dann haben wir noch Alphastein beschützt, indem wir die Banditen besiegt haben, die den berauben wollten. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und Freunde, an jeden, der Alphastein kennt, ihr müsst auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Und ciao!